Moin, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei XCOM 2 in der ersten Mission. Wir haben das Advent-Energie-Umwandlungsdingens da schon gesichert. Ihr seht es, hier vorne ist es. Und unsere aktuelle Aufgabe lautet es jetzt nur noch, sämtliche Feinde zu neutralisieren. Und da wir hier keine Feinde mehr gesehen haben, hier unten waren wir ja schon mal recht weit, hier irgendwo. Da liegen auch noch die Adventsleichen. gehe ich mal davon aus, dass sie sich hier in diesem Gebäude hier verschanzen. Deswegen fangen wir mal mit James Martin an. Ich würde gerne dann über diese Seite hier zu dem Gebäude gehen. Geh mal ruhig auf Feuerschutz. Und, wohl theoretisch. Warte mal, ich renne zumindest mal mit Wendy und so. Ah, mit Wendy muss ich eh aufpassen eigentlich. Wir rennen erstmal so, dass wir dann da hinten überall gute Position haben. Position bestätigt. Und ich denke mal, dass da dann die letzten Gegner drin sein werden. Ach shit, da sind die! Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmal ja, geil! Trafen, aber ihre Genstruktur enthält nun jetzt ist Jane hier hinten. Oh Mann, jetzt ist sie hier auf weiter Flur alleine. Geh mal dahin, Mädel. What the fuck war das für ein Viech, ey? Wo ist das hin? Ich sehe es nicht mehr. Sie geht einfach mal auf Feuerschutz. Scheiße, jetzt hoffe ich, dass im Gebäude keine mehr sind. Da ist er. Na, und auf wen ballert der jetzt? Oh nein, der macht so einen Psychokack. Oh nein, was? Desorientiert. Okay. So, jetzt kann die Jane aber schießen, damit der Shotgun auf die Entfernung ist natürlich ein Hit bei ihr. Nice, Jane. Jane ist super. Ey, nice one. So, da kommt der nächste. Der ist auf Wachposten. Desorientiert. Was macht das? Kann ich das irgendwo sehen? Ach, ich bin mir nicht sicher, was das jetzt macht, ne? So, könnte sie eine Granate auf den da vorne werfen? Sie hat ja eigentlich... Oh, ich könnte das Ding zum Explodieren bringen. Warte mal, wie weit kannst du werfen, Jane? Bis hier. Ja, komm, dann explodiert der Truck. Ich hoffe nicht, dass die Explosion dann, Oh, 6 Schaden, nice. Nice, die Wendy. Die darf auf keinen Fall jetzt irgendwie Schaden bekommen. Ach, er kann jetzt einfach nur nicht mehr so weit rennen. Aber er könnte schießen. 26 und 6%. 6% ist viel zu niedrig. Vielleicht kann er den Feldposten hier auslöschen. Ja, daneben. Wäre auch zu schön gewesen. Ich muss den da irgendwie down kriegen. Also er muss auf jeden Fall den Feldposten, wenn, auslöschen. Reicht das hier hinzugehen? Also der Feldposten wird jetzt schießen. Wäre aber nicht so schlimm. Ja, er hat getroffen. Aber wenn wir jetzt dafür auch treffen... Oder ich könnte eine Granate werfen, noch eine. 48%, ey. Boah, die Trefferchancen sind so niedrig. Gönn dir. Jo, hat gereicht, hat gereicht, hat gereicht. Jetzt ist nur noch Wendy. Oh Mann, wie weit kann sie rennen? Hat sie noch eine Granate? Wendy hätte noch eine Granate. Wenn sie hierher rennt... Ich glaube, das wird nicht reichen, um die Granate abzufeuern. Rücke zur Zielposition vor. Wie weit kannst du die Granate schmeißen, Wendy? Es ist nicht wahr. Nein, es fehlt ein Titch. Und sie sieht den noch nicht mal. Das ist böse. Sie sieht den nicht mal. Ah, ich will nicht, dass irgendjemand drauf geht direkt in der ersten Mission. Verstanden. Versteck dich. Oh, shit. Wir können gleich in den Nahkampf rennen. Wir müssen diese Runde überleben. Dann kann Jane in den Nahkampf rennen und ihr Schwert auspacken. Er rennt hier rum. Wo will er hin? Er macht wieder Psycho-Quatsch. Okay. Was machst du denn? Desorientierung ist real, oder wie? Wow, er kann... Scheiße, der kann schon Zombies aufstehen lassen. Reanimiert. Das ist doch nicht dein Ernst. Keine Ruhe. Die Aliens können sie per Gedankenkontrolle steuern.
Kann er noch was machen? Nee, ne? Okay, wir sind dran. Nice. Ich glaube, wenn ich den jetzt fertig mache im Nahkampf... Nein, den doch nicht. Ihn hier. Dann sollten wir das eigentlich hinkriegen, oder? Komm, mach den Schwerthieb, renn in den Nahkampf und dann gib ihm. Warum sie jetzt auf den LKW rennt dafür? Wie kann man... Jane, wie kann man da daneben schießen? Oh Mann, geh dahin. Die Wendy. Bitte, du musst den jetzt fertig machen. 69, Hashtag pornös, Leute. Hashtag pornös. Yo! Wendy hat den sektoiden Bastard gegrillt. Naja, gegrillt nicht, aber zumindest hat sie ihn getötet. Und dadurch stirbt er wieder, oder? Yes! Genau darauf habe ich gehofft. Yay! Wir haben es geschafft, Leute. Die erste Operation, Operation Kalter Schatten, ist damit abgeschlossen. Die erste Mission, die wir hier... Oh, die wir hier auf jeden Fall geschafft haben. Wertung ausgezeichnet. 2 Verwundete, keinen getöteten Soldaten und wir haben 8 Feinde eliminiert. Ich würde sagen, zurück ins Hauptquartier. Das haben wir uns verdient. Puh. Oh, was ist das denn? Operation Kalter Schatten. Trefferquote 80%, neuer Rekord. Durchschnittsschaden pro Angriff 2,83. Im Schnitt getötete Feinde pro Runde 0,6. Und durchschnittlich... Durch was? Achso, durchschnittlicher Deckungsbonus 30%. Verursachter Schaden hat Jane Kelly am meisten gemacht. Die meisten Angriffe hat die Wendy gemacht. Am häufigsten angegriffen wurde Stefan Werner. Und am weitesten bewegt hat sich die Jane. Ja gut, die rennt auch immer in Nahkampf, ne? Coole Sache mit dieser kleinen Statistik am Ende. Und ich hoffe, wir werden jetzt hier gebührend empfangen in unserer Einsatzzentrale. Feiert uns! Ich finde, die Wendy sieht ja so cool aus. Sie haben sich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit Ihnen reden wollen. Alles klar. 3 Beförderungen, Freunde. Der Rekrut Martin ist schwer verwundet. Die Wendy ist auch im... Oder Matthews heißt sie ja. Wendy Matthews ist auch leicht verwundet zumindest. Aber Werner, der ist immer noch aktiv. So, lass uns mal die Beförderung raushauen. Wen haben wir hier? Grenadiere sind Sprengstoff-Experten. Nice. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Sehr gut. Der hat jetzt einen Granatwerfer. Und ein schweres MG. Ah, das ist sozusagen die schwere Soldatenklasse wieder. Mit so einem dicken... Atompilz hier. Private James Martin, Grenadier. Neue Fähigkeit, Granate abfeuern. Der Grenadier benutzt einen Granatwerfer, um Granaten abzufeuern, statt sie zu werfen. Dies ermöglicht eine höhere Reichweite und Granatenkapazität. Sehr gut, weitermachen. Und dann haben wir hier natürlich noch die Wendy, die auch befördert wird. Ah, sie wird Sniper. Wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz. Der ist so leise, oder? Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen geübt. Nice. Private Wendy Matthews, Scharfschütze. Neue Fähigkeit Truppsicht. Du kannst Feinde in Sichtweite eines Truppmitglieds anvisieren, solange eine Sichtlinie zum Ziel besteht. Alles klar, weitermachen. Dann würde ich mal sagen, befördern wir hier noch den guten Werner. Oh, was ist er? Im Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu unserer fortschrittlichsten Ausrüstung gehören. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet werden. Nice. Private Stefan Werner, Spezialist. Neue Fähigkeit Hilfsprotokoll. Befiehl deinem Gremlin, sich zu einem verbündeten Ziel zu bewegen. Er gewährt diesem Ziel bis zum Beginn deiner nächsten Runde einen Bonus auf Verteidigung. Ah, nice, okay. Sehr schön. Weitermachen, bitteschön. Und ja, ich würde die gerne noch alle umbenennen hier gleich. Dann würde ich mal sagen, weiter. Diese Gegenstände sollten uns in unserem Kampf gegen die Aliens behilflich sein. Haben Sie einen Moment Zeit, Commander? Immer. Ich habe einige interessante Dinge in Bezug auf das Implantat herausgefunden, das wir aus Ihnen herausgeholt haben. Oh, nice. Das hat er sogar schon fertig. Also, guck mal hier. Wir haben Zielgegenstände.
Das ist der Energiewandler, den wir für Chefingenieurin Shen bergen sollten. Damit sollten wir die volle Leistung der Avenger-Systeme wiederherstellen können. Ja, das wäre auf jeden Fall geil, wenn das jetzt endlich mal der Fall wäre hier. Dann haben wir ein Laservisier gefunden. Erhöht kritische Trefferchance um 5%. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Oh, okay, nice. Wir haben 4 Soldatenleichen. Wir haben 2 Offizierleichen, 1 Sektoidenleiche. Die sehen echt richtig widerlich aus, muss ich mal sagen. Die schrumpfen und krümmen sich wie eine Spinne ein. Gewinnen so eine Ähnlichkeit zu den kleineren, wilderen Kreaturen aus dem Ersten Krieg. Boah. Und ein paar Vorräte haben wir erbeutet. Widerlich. Warum stehen sie alle nur herum? Er ist perfekt. Kommen Sie! Bringen wir ihn rein! Keiner hilft, ey. Das Mädel muss ja alles alleine machen. That's the spirit, XCOM. That's the spirit. Okay, jetzt haben wir keine Energieprobleme mehr. Nice, jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch hier Sachen bauen, wa? Könnte ich mir vorstellen. So, wir können in die Technikabteilung gehen, meine Lieben. Okay, ich habe deine Repulsoren mit Teilen ihres alten Antriebs versehen. Das sollte dein Stabilisierungsproblem lösen. Komm schon, Rover. Das wird schon. Commander, unsere Technik mit ihrer zu verbinden ist nicht so leicht. Lily Shen, Schiffsingenieurin. Zu ihren Diensten. Sie haben wahrscheinlich meinen Vater erwartet. Nach allem, was passiert ist, hat Central wohl noch nichts gesagt. Er ist tot. Oh. Dad hat alles getan, um uns so weit zu bringen. Das ganze Schiff ist sein Lebenswerk. Ich weiß, er hätte ihm gerne selbst alles gezeigt. Er hat viel von ihnen erzählt. Aber ich werde das beenden, was er angefangen hat. Sieht nicht so aus. Aber ich kann von hier aus so ziemlich alles herstellen, was sie brauchen. Und mit etwas mehr Hilfe wären sie erstaunt, was ich für sie tun kann. Nice. War mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Commander. Wir haben uns bestimmt nicht das letzte Mal gesehen. Ich kann keine Wunder versprechen, Commander. Aber einiges davon kann ich wahrscheinlich im Handumdrehen zusammensetzen. Ich schlage vor, dass wir mit einem Medikit anfangen. Wir werden es sicher schon bald brauchen. Okay, können wir mal gerne machen. Sofort Herstellung hier. Geschätzte Dauer, sofort. Alles klar. Alles klar, Commander. Nice. Dian scheint Fortschritte bei seiner Forschung gemacht zu haben. Wir sollten ihn im Labor besuchen. Okay, mir kommen die Stimmen so ein bisschen leise vor, Leute. Lass mich die mal eben etwas lauter machen. Ich habe die Sprache extra schon... Machen wir es so. Ich finde die Sprache immer sehr wichtig, deswegen habe ich die extra schon ein bisschen hoch gemacht. Aber irgendwie fand ich die gerade doch ein bisschen leise. Vielleicht ist es im Video auch genau passend gewesen, aber gehen wir mal ins Forschungszentrum, Leute, und schauen, was da so los ist, ne? Wir können auch was Neues forschen gleich. Der Schlüssel wurde entforscht. Oder entschlüsselt. Huh. Dieser Entwurf beruht auf meinen früheren Forschungsergebnissen. Wenn ich das geahnt hätte. Ah, Commander, exzellentes Timing. Es gibt Fortschritte. Ich kenne jetzt etliche Schlüsselkomponenten des Chips, der aus Ihrem Schädel stammt. Meiner Analyse nach diente er primär als eine Art Leitung, um große Datenmengen direkt an Ihre Großhirnrinde zu senden. Nach Trennung der primären Verbindung sind viele der Daten verloren. Einige Bruchstücke bleiben jedoch. Geister, wenn man will. Sehen Sie. Taktische Kampfsimulationen. Kriegsspiele. Sie haben eine unfassbare Menge von Kämpfen verarbeitet. Es ist im Grunde ein Wunder, dass Sie so lange überlebt haben. Auch wenn das beunruhigend wirkt, hat es doch was Gutes. Dieser Chip ähnelt stark einem medizinischen Implantat, an dessen Entwicklung ich in der Gentherapieklinik in New Providence beteiligt war. Soweit ich weiß, waren diese Implantate nur für hochrangige Advent-Offiziere gedacht. Captains oder höher. Wir müssen einen Chip von so einem Offizier bergen, um sicher zu gehen. Ein besseres Verständnis dieser Implantate wäre uns von großem Nutzen, Commander.
Hätte dir das vorgesagt, hätte ich welche mitgebracht. Neues Ziel. Schließe das Advent Offizier Autopsie Schattenprojekt ab. Ah, wir haben noch zwei Leichen. Nice, okay. Die Advent-Offiziere wurden eindeutig modifiziert, um ihren untergebenen Befehle auf psionischem Wege zu übermitteln. Der Chip ist der Schlüssel. Alles klar. Also, Alien-Biotechnologie haben wir hier jetzt erforscht. Und ich werde wie beim ersten XCOM-Teil auch das hier einmal vorlesen im ersten Let's Play, weil ich das selber auch sehr interessant finde, was da steht. Deswegen würde ich mal sagen, legen wir los. Wir waren gezwungen, bei minimaler Vorbereitungszeit eine extrem invasive Operation am Commander durchzuführen, um ein sorgfältig mit den Occipitallappen verworbenes Implantat zu entfernen. Auch wenn alles darauf hindeutete, dass das Gerät nicht zur Entfernung vorgesehen war, ließen uns die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Lebensdauer des Commanders und einer möglichen ferngesteuerten Manipulation durch die Aliens keine Alternative. Trotz meiner Bedenken verspürte der Commander bislang keine bleibenden Nachwirkungen, infolge der Operation und scheint sich schneller zu erholen als erwartet. Was den Chip selbst angeht, sind meine ersten Erkenntnisse gelinde gesagt alarmierend. Das Gerät wird von der latenten Energie des Trägerhirns, in diesem Fall vom Gehirn des Commanders, psionisch gespeist. Doch weitaus wichtiger ist, dass das Gerät als Sender und als Empfänger zu dienen scheint und die Informationen über eine Art psionische Verbindung überträgt. Selbst nach seiner Entfernung musste ich das Gerät abschirmen, um die verbliebenen psionischen Felder einzudämmen, die das Gerät umgeben, aus Angst vor dem, wozu das Gerät in der Lage sein könnte. Sollte sich meine Theorie als richtig erweisen, könnte der Commander eine wichtige Rolle bei den Operationen von Advent gespielt haben, als wir uns je hätten vorstellen können. Ah, okay. Die haben quasi mein Gehirn dafür benutzt, irgendwie scheinbar an irgendwelche Strategien oder sowas weiterzuarbeiten, damit die halt in den Schlachten einen Vorteil haben. Also die haben mein strategisches Geschick hier eingesetzt, um für die böse Sache hier was zu machen. Okay. So, jetzt könnten wir hier noch andere Sachen erforschen. Mir wird aber vorgeschlagen, die Modularwaffen erstmal zu erforschen, obwohl mir wird hier gar nichts vorgeschlagen. Ich soll auf jeden Fall so eine Autopsie hier machen, wurde gesagt. Ich würde die Offiziersleiche aber jetzt noch nicht autopsieren. Ich würde gerne erstmal hier die anderen beiden Sachen machen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Bei XCOM 1 war es halt so, wenn man diesen Sachen immer nachgeht direkt, dann wurde das Spiel irgendwann so schwer. Das war echt schon ziemlich hardcore. Deswegen würde ich gerne erstmal die Modularwaffen hier erforschen. Und hier steht dann auch, die Magnetgewehre, die von den Advent-Truppen eingesetzt werden, sind unglaublich komplexe Waffen. Die Gewehre zerstören sich von selbst, wenn der ursprüngliche Benutzer stirbt. Aber wenn wir uns anstrengen, sollten wir in der Lage sein, die geborgenen Teile zur Verbesserung unserer eigenen Waffen einzusetzen. Und ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall auch. Wir erforschen die Modularwaffen. Faszinierenderen Optionen. Wir fangen sofort an. Ich melde mich, wenn ein vollständiger Bericht verfügbar ist. Ja, das will ich doch hoffen. Es scheint, als hätte Shan dieses Modul zum Laufen gebracht, Commander. Wir erwarten Sie auf der Brücke. Okay, jetzt erwarten Sie mich schon auf der Brücke. Das bedeutet, ich kann hier erstmal auf zurückgehen und dann soll es schon wieder in die Brücke gehen. Ich würde so gerne einmal meine Soldaten umbenennen und ich schaue auch gleich einfach mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ich würde einfach sagen, Leute, an dieser Stelle machen wir dann einen Cut für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt hier bei XCOM 2. Wie immer würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst. Was sagt ihr bisher so zu XCOM 2? Und ja, über eine positive Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Und noch viel mehr würde ich mich freuen, wenn ihr später bei Part 4 dabei seid. XCOM 2 Part 4 kommt heute auf jeden Fall noch. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Haut rein.